Hallo Simulationsfreunde, ich heiße Patrick und ich begrüße euch recht herzlich hier zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Im heutigen Video schauen wir uns einen Crashfix an, speziell für diejenigen von euch, die den Fehler DXGI Error Hang Device erhalten. Ich würde sagen, los geht's. Willkommen zurück, meine Freunde. Um diesen spezifischen Fehler zu beheben, müssen wir einige Änderungen in der Windows-Registrierung vornehmen. Normalerweise mache ich ungern Videos, in denen die Registrierung bearbeitet wird, aber für dieses Problem ist dies der einzige Weg, den ich gefunden habe, um es zu lösen. Bevor wir Änderungen vornehmen, möchte ich erklären, was wir genau machen werden. Die beiden Einstellungen, die wir heute ändern, sind TDR Level und TDR Delay. Diese stehen für Timeout Detection and Recovery, eine Windows-Funktion, die erkennt, wenn die GPU zu lange braucht, um eine Aufgabe zu erledigen. Wir werden diese Timeout-Erkennung und Wiederherstellung deaktivieren, was den DXGI Hang-Device-Fehler beheben sollte. Jetzt, da ihr wisst, was wir tun werden, gehen wir direkt zur Lösung über. Wir starten wie gewohnt auf meinem Desktop. Und als allererstes gehen wir unten in die Startleiste und dort in die Suchleiste und geben einfach einmal regedit ein, damit wir in den Registrierungs-Editor kommen. Die darauf folgende Anfrage von Windows bestätigen wir mit Ja, die kann ich euch natürlich jetzt nicht zeigen. Und dann öffnet sich dieses Fenster. Ich habe hier schon, ich habe schon den richtigen Pfad geöffnet. Das ist dieser Pfad hier. Um es so einfach wie möglich zu machen, habe ich die Adresse, die ihr benötigt, hier oben, unten in der Videobeschreibung eingefügt. Ihr könnt sie kopieren und direkt in die Adresszeile des Editors einfügen. Ja? Dann bestätigt ihr einfach nur mit Enter und dann müsstet ihr hier einmal bei Graphics Drivers reinklicken und dann müsstet ihr hier diese Dateien vorfinden. Die beiden Daten, die wir bearbeiten müssen, sind nun TDR Delay und TDR Level. Falls diese nicht vorhanden sind, erstellen wir sie. So wie bei mir jetzt. Ich habe jetzt diese beiden Daten nicht vorhanden, deswegen erstellen wir die jetzt zusammen. Wie machen wir das? Wir gehen einmal, also ihr stellt erstmal sicher, dass wir in diesem Graphic Drivers Ordner sind und diese Daten hier haben. Dann gehen wir einmal mit einem Rechtsklick hier rein, klicken auf Neu und wählen einmal die Wert 32 Bit aus. Und diesen Wert nennen wir dann einmal TDR Level. Ganz wichtig, Groß- und Kleinschreibung beachten. Ja. Einmal mit Enter bestätigen und dann haben wir diese Datei erstellt. Ich werde euch die beiden Dateinamen aber nochmal in die Videobeschreibung packen, dann könnt ihr sie einfach nur kopieren und einfügen. Nun, da wir die Datei erstellt haben, müssen wir einen Doppelklick reinmachen und hier den Wert auf 0 setzen, so wie hier bei mir. Das bestätigt ihr mit OK. Und dann wiederholen wir das Ganze mit der zweiten Datei. Das heißt, wir gehen einmal rein ins Fenster, Rechtsklick, neu, Divert, Wert 32 Bit. Und geben jetzt die andere Datei ein. Die heißt TDR Delay. Bestätigen das auch wieder mit Enter. Und nun müssen wir auch hier wiederum Doppelklick reinmachen, den Wert auf 0 setzen, wenn er nicht schon auf 0 ist, und das mit OK bestätigen. Sobald beide Änderungen vorgenommen wurden, können wir nun den Registrierungs-Editor schließen und sind fertig. Falls ihr zurück in die Werkseinstellungen möchtet, ja, müsst ihr einfach nur hier Rechtsklick machen und auf Löschen und dann löscht ihr die Datei endgültig. Könnt ihr mit beiden Dateien machen und dann sind diese auch wieder verschwunden. Startet nun euren PC neu, schaut, ob der Fehler behoben ist und ja, lasst mich eure Ergebnisse einfach mal unten in den Kommentaren wissen. Vielleicht hat es euch geholfen, dass der Fehler nun nicht mehr vorhanden ist. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren und einen Daumen in nördlicher Richtung dazulassen. Das würde mich super freuen. Vielen Dank für euren Support auf jeden Fall. Und ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns das nächste Mal. Ciao, bis dann, euer Patrick.